würde sagen, wir kommen zum letzten Song, bevor das Video kommt, von San Diego. Letzte Woche hatten wir einen sehr schönen Song, den seine wo seine Mutter die Hook gesungen hat, für seine Oma tatsächlich. Und heute haben wir, ich will nichts Falsches sagen, aber ich gehe gerade davon aus, dass das für seine Mutter jetzt ist, ne? Dass das jetzt ein Song für seine Mutter ist. Produziert ist, was? Wie? Nicht Digital Drama? Was ist denn hier los? Okay. Oracle Protocol. Randolph Mortimer. Der Name kommt mir bekannt vor. Keine Ahnung woher. Mix und Master von Volker Gebhardt an dieser Stelle. Video natürlich von Daniel Slotin. Und wieso sollte ich auf die Videos achten? Auf die Kommentare achten? Kai ist back. Ihr wisst ganz genau, mir ist das Bums egal. Entweder mir gefällt die Musik oder nicht. Von daher, keine Ahnung. Juckt mich nicht. Juckt mich absolut gar nicht. Okay, ich weiß jetzt nicht, ist das für die Mutter oder ist das nicht für die Mutter? Ich höre die Musik. Oh. Oh, oh Mama, Mazel Tov. Nicht für die Mutter, sondern einfach nur Outro. Okay, Digga, das könnte ein Sommerding werden. Das ist so ein French Montana Drake Beat, oder was? Ich nehm sie mit nach meinem Live-Gig. Sie ist auf 40, sie am Thai-Stick. Die Chords! Ich mache ein neben der Side-Chick. Die Chords! Digga, ist das Auto sick oder ist das Auto sick? Ist eine Major Deal im Sof. Verlier die Rainbow in dem Club. Krieg von dem J-Joe keine Luft. Geh fast im Lamborghini drauf. Und wach im Phantom wieder. Junge, ist doch scheißegal für wen, meine Fresse. Wie kann es unwichtig sein, was im Titel steht, beziehungsweise für wen der Song sein könnte, wenn das Wort Mama da drin vorkommt? Wie kann das unwichtig sein? Wie können die Anzahl der Kommentare wichtiger sein, als worum es geht? Es macht so keinen Sinn mehr heutzutage, ne? Diese Kommentare. Holy shit. Geh fast im Lamborghini drauf. Und wach im Phantom wieder auf. Es scheint so endlos dieser Traum. Mom, du hast es prophezeit, guck, dein Junge holt die Eier. Der Yehudi macht jetzt Ice Cream. Leben lang in der Bufa gefangen. Ich glaube, wir haben gestern oder so noch darüber geredet. Ich bin Fan von Sunnys melodischen Sachen. Ist einfach so. Hat mit Eloa, glaube ich, angefangen. Ja doch, ich würde sagen Eloa. So, und tatsächlich dann Hasatan. Habe ich auch des Öfteren noch gehört, auch unseren Remix natürlich. Und ich muss auch sagen, das ist auch eher meins, ne? Eher als die SpongeBob-Sachen oder irgendwelche Battle-Songs oder sonst was. Ich muss sagen, das ist mein San Diego-Geschmack, ja. Ja. Bisher ja. Heute fühlt sich an wie Sightseeing. Vor der Kamera am Set, meine abgefuckte Ey. Sieht mich nur noch auf dem Widescreen. Ich kann niemandem trauen und die VIP-Lounge. Hab Schirige wie eine Crime-Scene. Mama, Mazel Tov. Mama, Mazel Tov. Hat schöne Sommervibes. Hat schöne, entspannte Sommervibes. Danke. Danke. Ich glaube, also ganz ehrlich, ich glaube, die ganzen San Diego-Fans oder SpongeBob-Fans oder so freuen sich doch, dass jetzt endlich mal richtig aktiv was kam, oder? Ohne Scheiß. Ich finde, das ist ein schöner, ja, Late-Night-Vibe. Ja, total. Aber so im Sommer, wisst ihr, was ich meine? So auf einer Terrasse oder Balkon sitzen oder sonst was. Und dann einfach so entspannt im Hintergrund. So ein Ding ist das, Mann. Beim Grillen oder so. Oh, Mama, Mazel Tov. Ah, yeah. Jeder grüßt mich in dem Shisha-Café. Ernähr mich nur von Junkfood, doch ab Vitamin B. Ich ficke niemals eine 7 von 10, doch hab an einem WE mehr Dates als eine Bieber-Tournee. Designer releasen. Was hat er als eine Bieber-Tournee? Ich ficke niemals eine 7 von 10, doch hab an einem WE mehr Dates als eine Bieber-Tournee. Designer releasen Fashion Drops, ich drop Releases für Designer-Fashion. Mein Outfit fly wie das Pilotenhemd von 9-11. Mama, Mazel. Okay. Digga, ich feier die Stimmlage gerade. Sau nice. Drop Releases für Designer Fashion. Mein Outfit fly wie das. Ich glaube, hier kennen viele den Unterschied zwischen geklaut und inspiriert nicht.
Oh, gibt's da eine Diskussion im Chat? Das wäre mir interessant. Haut mal bitte raus. Was habt ihr geschrieben? Pilotenhemd von 9-11, Mama Mazeltov. Korken knallen wie die Kalaschnikow. Ich zieh an der Davidoff. Ist eine Major Deal im Sof. Verlier die Rainbow in dem Club. Krieg von dem J-Jo keine Luft. Digga. Alles eigentlich gar nicht so gute Dinge, ne? Geh fast im Lamborghini drauf. Und wach im Phantom Raider auf. Erscheint so endlos dieser Traum. Mann, du hast es. Ah, ging um Noah. Aber was meintet ihr damit, Noah? Jemand meinte, Sunny klaut nur. Oh, das sind Vorwürfe. Prophezeit, guck dein Junge, holt die Eins. Der Yahudi macht jetzt Ice Cream. Oh yeah. Leben lang in der Bufa gefangen und verflucht. Heute fühlt sich an wie Sightseeing. Vor der Kamera am Set, meine abgefuckte Ex sieht mich nur noch auf dem Widescreen. Ich kann niemandem trauen und die VIP lounge. Auf der Regel wie eine Crime Scene. Mama, Mazel Tov. Ich finde, der Song zieht sich übelst, oder? 2:30. Tatsächlich für mich, also jetzt wär gut. Das ist so ein Song für mich, 2:30 im Loop hören, in der Playlist. Wie gesagt, so abends auf entspannt oder so. Ich finde, ja, ich dachte gerade, das zieht sich übel. Ey, ich bin so gewohnt, nur noch 2:30 Songs zu hören, ne? Oh, das muss man irgendwie aus dem Kopf rauskriegen, Mann. What the fuck? Oh Mama, Mazel Tov. Mama, Mazel Tov. Mama, Mazel Tov. Okay, der Song ist eigentlich auch vorbei gewesen. Wie viel Werbung macht Sunny für den Rapper Wodka? Ja gut, er wird, denke ich mal, einen Deal fürs ganze Album gemacht haben, ne? Und wird auch gesagt haben, so und so viele Videos mache ich und so oft kommt das dann halt vor, ne? Effekt und 9 Mile oder wie das heißt, ne? Man muss schon zugeben, dass Sunny häufig Melodien von anderen übernimmt. Ja, ich weiß, was du meinst. Zum Beispiel bei It Wasn't Me, Shaggy, hatten wir, glaube ich, schon irgendwann mal. War das Shaggy oder Angels? Angels oder It Wasn't Me? Ja, da war auch die Melodie recht ähnlich. Aber ich finde das halt gar nicht schlimm, weil das Ding ist halt, in Hip-Hop machen alle so ein Riesending da draus. Ich weiß nicht, warum. Aber guckt mal bitte in Pop, in House-Musik, wie das da abgeht. Das ist normal. Inspirationen, Samples und so weiter, das ist normal. Ich finde es zwar krass, dass jetzt schon Sachen gesampelt werden, die vor 5 Jahren rauskamen oder so. Zum Beispiel in Amerika, also in den amerikanischen Rap-Sachen, Songs werden Samples benutzt von Sachen, die nicht mal 2-3 Jahre alt sind. Das ist schon krass. Aber ey, ich find's trotzdem geil, weil es wird immer was Neues geschaffen. Und das ist halt Hip-Hop, das ist halt Musik. Es wird mit einer alten Melodie oder mit einem alten Vibe oder sei es was auch immer, etwas Neues. Etwas Neues entsteht da. Und Aaron, wenn du schreibst, Melodie klauen ist heutzutage normal geworden, hast du keine Ahnung einfach, Alter. Digga, die größten Rap-Songs sind einfach Samples. So, die Melodien, die kompletten Melodien in den größten Rap-Songs oder so, sind einfach 1:1 Samples. So, who the fuck cares? So. Juckt doch nicht. Solange was Neues, Gutes entsteht, find ich das halt völlig in Ordnung. Keine Ahnung. Ja, und ich finde das, was in Hausmusik passiert mit Songs, viel schlimmer als was in Hip-Hop passiert. So, tut mir leid, aber finde ich bei weitem schlimmer, Alter. Wirklich. Ja, chilliges Ding. Robin Schulz. Robin Schulz ist ein gutes Beispiel, ja, zum Beispiel. Schönes Ding, entspannt. Wie gesagt, ich hatte so, aber das war ja auch nur noch Outro, ne? Also eigentlich war auch die Länge perfekt, Alter, weil dann hat es eigentlich aufgehört, war noch ein bisschen und ein bisschen Hook und Beat, Outro und das war's eigentlich, ne? Chilliges Ding, entspannt. Wie gesagt, ich bin Fan von dem melodischen, entspannten San Diego, so. Ich muss mir Eloa nochmal geben, glaube ich. Deswegen, mir gefällt sowas besser auf jeden Fall.